Ja, moin zusammen. Ja, jetzt haben wir ein kompliziertes Problem, und zwar ist das Wetter nicht besonders. Ich habe zwischendurch, es regnet immer zwischendurch. Ich habe schon ein bisschen angefangen, die ersten Roststellen zu beseitigen. Ja, also, wir fangen schon mal an mit einer definitiven Feststellung. Bitumen unter Bodenschutz geht gar nicht. Ne, es wird immer viel erzählt, ich probiere es einfach mal aus. Ne? Hier oben unter dem Rand der Dichtung, ich habe die Dichtung rausgenommen, ja, das ganze Werkzeug liegt drin. Ist ganz praktisch, immer wenn es regnet, schmeiße ich alles rein und renn weg. Ja. Ja, ist harmlos, ne? Also ist jetzt nichts, was mir Sorgen macht. Aber es gibt natürlich einiges an Erkenntnissen. So eine Gummidichtung hier arbeitet natürlich, ne? Man sieht es hier oben. Ich habe das letzte Mal die Videos verlinkt, wie dieses Auto vorher aussah. Ja, wurden nicht besonders oft geguckt, also blende ich euch mal ein paar Bilder ein, in welchem Zustand wir den Wagen gekriegt haben. Ja, wie man sieht, so sah das Auto vorher aus. Wenn man das Glück hat, ein Auto komplett zerlegen zu können, ist das super. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn man ein Auto hat, was man erhalten möchte, wo jetzt nicht außen der Schweller schon in Fetzen runterhängt, dann sieht das eventuell im Schweller so aus. Na? Ist jetzt ein ziemlich dickes Teil, ist einfach nur ein Beispiel. Ne? Gut, das sieht im Schweller so aus. Jetzt kannst du schlecht den Schweller aufmachen. Das macht einfach keinen Sinn. Ne? Es ist ja nur angerostet. Also es ist abzusehen, dass es durchgeht irgendwann. Dann hat uns der große Hersteller, welcher auch immer, hat uns solche Geschichten hier beschert. Hier vorne sieht man, das ist eine Düse, die quasi rückwärts gerichtet und in alle Richtungen absprüht. Ne? Kann man aufsetzen, und zwar auf so eine Pistole. Mal eben kurz aufmachen. Da festmachen. Da aufmachen. So. Geht natürlich nicht einfach so auf, aber klar. So, ist da jetzt kein Rost drin? Ja, jetzt kann man das hier draufsetzen. Ist da jetzt kein Rost drin oder wirklich nur minimal angerostet, ne? Ist diese Methode hier vollkommen okay? Die gibt es auch noch in etwas länger, logischerweise. Macht auch Sinn, ne? Und dazu nimmt man sich sowas hier. Hohlraumversiegelung auf Wachsbasis. Bitte nichts, nichts, wirklich nichts in Sachen Bitumen. Wir brauchen irgendetwas, was bei Wärme na, wieder geschmeidig wird. Ne? So kann man das ganz gut kontrollieren, was man da macht. Also, diese Dose mit der Hohlraumversiegelung, dann mit dieser Lanze durch die Hohlräume und ordentlich, bis es wieder rausläuft. Ne? Unbedingt eine Folie unterlegen. Das Zeug möchtest du jetzt nicht unbedingt überall auf dem Werkstattboden haben. So. Jetzt haben wir aber nur wirklich Rost. Ne? Offenen, narbigen Rost. So. Die Stabilität ist aber noch gegeben. Das macht also keinen Sinn. Also von außen sieht der Schweller noch gut aus. Innen fängt er an zu gammeln. So, jetzt nimmt man die gleiche Pistole, einen alten Becher, also einen leeren Becher,
Den habe ich hier zum Beispiel für solche Geschichten. Ne? Packt erstmal den guten alten Rostumwandler da rein. Das zeige ich jetzt mal. Das bedeutet, wir müssen Rostumwandler benutzen. Den habe ich... Ich habe es bei diversen Fahrzeugen jetzt ausprobiert. Funktioniert ganz gut. Also wir möchten den Rost bitte aufhalten. Ne? So, den packen wir jetzt da drauf. Den Rostumwandler. Gerne auch ein bisschen dicker. Wieder zumachen. Das Ganze basiert auf Phosphorsäure. Deshalb kann man auch mit Coca-Cola ganz gut entrosten. Ja, das funktioniert wirklich gut. Aber bevor man sich die ganzen Schweller mit Cola zuklebt, kann man auch gleich Fertam nehmen. Oder anderen Rostumwandler. Der Fertam ist einfach nur ziemlich bekannt. Ne? Bekannt heißt nicht gut. Ich glaube da in erster Linie Tests, am liebsten denen, die ich selber mache. So, das werden wir jetzt sehen, was da passiert. So, das ist auch schon einigermaßen eingewirkt. Man sieht auch schon den Farbunterschied. Ich hoffe, das mit dem Zeitraffer funktioniert so einigermaßen. Ja, ich spüle das mal eben ab. Das ist natürlich eine verkürzte Darstellung, ne? Eigentlich lässt er das 24 Stunden drauf. 12 Stunden reichen auch. Man sieht aber schon, dass der Rost angegriffen wurde, beziehungsweise umgewandelt wurde. Tannin heißt das Zeug, wenn ich mich nicht vollständig irre bei Fertan. Ist gar nicht so sehr Phosphorsäure. Es gibt ja einige Rostumwandler. Ne? Also, wir haben jetzt den Rost umgewandelt. Der ist relativ unauffällig jetzt. Was jetzt? Das ist die nächste Frage. Ne? Hohlraumversiegelung wäre eine super Idee. Ne? Das werden wir auch machen. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn du so viel Rost hast, hast du kein Blech mehr da. Keine Farbe mehr da. Ja. Und dann nehmen wir das hier. Markenname. Wie ich sagte, Löwe. Einmal schütteln. So. Mach das mal eben auf. So, das ist die Farbe. Sollte jeder schon mal gesehen haben, der mit Metallbau irgendwo in Berührung gekommen ist. Ihr habt das im Land Rover gesehen, oben im Motorraum. Da habe ich das schon benutzt. Und das hält.
Du kannst das auch direkt auf den Rost streichen, aber wir wollen ja hier gucken, dass wir diese ganzen porösen Oberflächen weg haben. Gerne ein bisschen mehr. Das Zeug gibt auch ziemlich Struktur. Fließt erst sehr gut, aber gibt dann auch wirklich sehr gut Struktur. So ein bisschen auf die Ablauföffnungen aufpassen, dass die frei bleiben. Kann man aber auch hinterher wieder aufpopeln, also ist nicht das Problem. Die meisten Schweller haben Ablauföffnungen. Das zumachen. Brauchen wir noch. So. Hier habt ihr jetzt den Einstieg sozusagen für den Test. Also ich habe jetzt Rostumwandler genommen, abgewaschen, wie vorgeschrieben, und jetzt den Löwen drüber. Und dann schmeiße ich einfach nach draußen und dann ist gut. Vielleicht packe ich es auch in Salzwasser. Mal gucken, ich weiß das noch nicht so genau. Ja, das ist die eine Sache mit dem Rost. Ja, das trocknet jetzt in Ruhe durch. Fenster. So. Jetzt haben wir bei Reparaturblechen gelegentlich das Problem, wir heften zwei Metallstücke übereinander. Wissen wir ja, ne? Ja. Das kann erstmal weg zur Seite. So, das ist der berühmte Löwe. Ich zeige euch gleich nochmal, wenn er durchgetrocknet ist. Geht relativ schnell. So, Vertan kann auch zur Seite. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So, Reparaturbleche. Wir nehmen also ein frisches Blech und wollen das zusammenschweißen. Wo habe ich jetzt ein Blech? Ah, ich habe ein verrostetes Blech hier. Ich komme gleich wieder. So, Beispielblech, ne? Das kann man durchaus noch verwenden, um eine Karosserie zu schweißen, ne? Das ist kein Ding. So, jetzt kommt zuerst die Vorbereitung. Wie wollen wir diese beiden zusammenkriegen? Ne? Als allererstes machen wir es mal sauber. So gut old Schleifpapier. Ist im Übrigen eine der Blechtafeln, mit dem ich den Discovery geschweißt habe. Also von daher ist das durchaus repräsentativ. Hier benutzen wir bitte keinen Rostumwandler. Wenn wir später was zusammenschweißen wollen, bitte keine Säure irgendwo einbringen. Und das ist nun mal eben unter anderem Säure. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Um das Große und Ganze. Springspinne. Finde ich ja hübsch. Außerdem winken die so lustig. Beim Balzverhalten. So, wie packen wir das Blech jetzt zusammen? Wir nehmen so eine Zange. Ne? Mal ein bisschen größer machen. So, wir nehmen so eine Zange. Drehen die um. Ne? Das ist eine Loch- und Absetzzange. So. Wir wollen ja ein gerades Ergebnis haben. Ne? Jetzt haben wir hier den Absatz drin, wo sich auf der anderen Seite das Ganze einschmiegt und wir jetzt oben quasi eine gerade Oberfläche haben, richtig? Genau. So, jetzt müssen wir die beiden aber auch verbinden. Wir schweißen im Auto nicht stumm. Nicht, wenn sich das vermeiden lässt. Sicherheitsrelevante Bauteile werden immer überlappend und gepunktet. Überlappend geschweißt und dabei gepunktet. So, Lochzange. Die Regel sagt normalerweise alle 1,5 cm.
Jetzt haben wir hier zwei Löcher drin. Das gehe ich jetzt mal eben schweißen. Und weil beim letzten Mal der Bildsensor doch schon rumgespackt hat, mache ich das nicht vor der Kamera. Was ich aber vorher mache, ne, ist eine Rostbehandlung. Und zwar Zinkspray. Und hier sehen wir den Knackpunkt. Leitend, schweißbar, überlackierbar. Ne? Schützt dauerhaft und so weiter. Bla 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 bla. Okay, ich habe mir alles überlegt. Ich habe nochmal ein größeres Stück gemacht. Ne, dass das ein bisschen besser zu sehen ist. Vor allen Dingen haben wir danach auch noch ein bisschen was mit in puncto Versiegelung zu tun. Ne? Wir wollen am Ende natürlich quasi ein glattes Blech haben. Ne? Das kriegen wir mit diesem Absetzen und diesem Lochen hin. So, Schweißgerät läuft schon. Jetzt müssen wir den Kram mal eben nochmal mit Zinkspray behandeln. Also ganz im Ernst, ich habe es wirklich, das ist wirklich Erfahrung, ne? Schon in der Ausbildung. Es gibt auch Inox-Spray, ne? Das haben wir damals benutzt. Zinkspray ist im Grunde genommen das gleiche in grün. Das soll ja im Grunde genommen nur verhindern, dass ihr zwischen diesen beiden Bauteilen, die ihr zusammenfügt, eine Korrosionsschutzschicht habt, trotz des Schweißens. Farbe wird jetzt logischerweise verbrennen, beziehungsweise ihr hättet ein Problem mit der Leitung. Mit der Leitfähigkeit. Und wenn wir die beiden zusammenfügen, habt ihr zumindest schon mal dazwischen etwas weniger Probleme mit Korrosion. So, das Blech haben wir jetzt zusammengefügt. Ne? Man sieht, geht gerade durch. Ja, gibt schöner, muss sie ganz schön putzen, aber naja, wie gesagt, ich groove mich noch ein bisschen ein mit dem Schweißgerät. Egal. Darum geht es jetzt auch nicht. Also zwischen den Blechen ist jetzt Zinkspray. Ne? Das ist durch Schweißen ist das auch jetzt nicht großartig verschwunden. Ne? Aber es hat die Schweißpunkte ganz gut vom Sauerstoff abgeschnitten. Und darum geht es letztendlich. So lassen können wir das natürlich nicht. Ne? Das ist klar. So, was nehmen wir jetzt? Packen wir das mal weg. Oh, viele schwören auf Wachs. Sowas in der Richtung. Hohlraumversiegelung ist auch auf Wachsbasis. Gut. Für ein Auto, was nicht geschweißt ist, okay. Nicht schlecht. So, jetzt nehmen wir uns mal ein Stück Blech oder irgendwas Metallisches. Metall hat das blöde Problem, dass es im Allgemeinen ziemlich kalt ist. Ne? Ich nehme einfach mal das hier. Normalerweise müsste jetzt durch die Kapillarwirkung das Zeug ziemlich weit fließen. Das einzige Problem an Wachs ist jetzt, das härtet aus und dann wird es schnell rissig. Wenn ihr jetzt einen Schweller habt, das ist ja eine selbsttragende Karosserie in der Regel. Wenn ihr jetzt einen Schweller habt, dann verwindet der sich logischerweise mit dem Auto, ne? Mehr, mal weniger. Ne? Ja, und damit machen wir jetzt was anderes. So, folgendermaßen. Ich habe hier zum Beispiel altes ATF-Öl, wo ich Sachen mit gereinigt habe. So. Gar nicht mal so viel. Wir wollen ja nur ein kurzes Beispiel machen. So, jetzt brauchen wir noch eine zweite Zutat. Ja, dann haben wir hier Fett. Also im Normalfall hast du jetzt hier Wasser drin, ne? Und wir
besagte leere Kartusche. Ne? Füllst dieses Fett und dieses ATF hier ein. Man kann die Kartusche auch selber warm machen, ist jetzt auch nicht das Problem, aber effektiver ist es im Wasserbad. Das Wasserbad kann durchaus kochen und da ein bisschen einwirken lassen, dann haben wir es schon. So, mal das Ding anmachen. Diese behämmerte Biene ist hier schon wieder drin. Was stimmt mit dir eigentlich nicht? So. Das muss jetzt ordentlich mal erstmal aufkochen, ne? Ich muss die Biene rausschalten. Biene? Dann eine Verbindung hinkriegen. Sieht jetzt erstmal noch so aus. Wird auch ein bisschen dauern. Schon mal gucken, dass wir das Fett vielleicht von der Wand lösen können. Ja. Der Rest wird gleich nachrutschen. Ja, das dauert ein Stückchen. So, was machen wir als erstes? Wir haben also das Blech. Ja. Höchstwahrscheinlich ist das hier die Außenseite des Blechs. Ja. Weil wir wollen ja hier möglichst gerade sein. Dann ist das hier die Innenseite. So. Ja. Und da wollen wir, wenn das ein zuer Raum ist, wie ein Schweller, gehen wir als allererstes mit besagter Pistole sehr viel Verdünnung und dem Löwen dadurch. Dann haben wir schon mal das Erste, was wir dringend brauchen. Ja. Das fließt überall rein, aber auch nicht allzu tief. Das ist das Problem. Ja, und deswegen kommt jetzt gleich das Zeug hier. Währenddessen mache ich schon mal das Blech sauber. Fällt leider aus im Schweller, ne? Aber du kriegst das Zinkzeug auch so schnell nicht wieder runter, ne? Das ist das Gute. Jetzt kann man hier ganz gut sehen, wir haben immer noch ein bisschen Rost hier, ne? Ja, so langsam verschwindet das Fett. Meld mich gleich wieder, wenn es flüssig geworden ist. So, jetzt haben wir auch gleich das restliche Wasser. Ein bisschen Wasser ist immer noch im Fett. Kriegst du nicht raus, außer durch so eine Methode. Aber das ist natürlich zum Schmieren nicht mehr geeignet. Naja, irgendwo ist immer ein Problem. So. Das sollte jetzt die richtige Konsistenz haben. Wie gesagt, ist das nur ein Beispiel. Ne? Also jetzt nochmal. Das, was wir jetzt da im Topf machen, machen wir in der alten Dose. Ne? Haben dann die entsprechende Pistole oben drauf. Diese hier. Auch das hier alles muss im Wasserbad warm gemacht werden. Das Hohlraumversiegelungsfett einer berühmten Marke, die mir ständig wieder empfohlen wird, wird auch so verarbeitet im Grunde genommen. Nur hat dieses Zeug hier einen wesentlichen Vorteil. Es wird nie hart. Niemals. Bei jeder Temperatur über 20 Grad bzw. 25 Grad wird das Zeug wieder eigenermaßen kriechfähig.
So, hier können wir ausmachen. So. Jetzt zur Konsistenz. Konsistenz wie Kriechöl. So, jetzt schnappe ich mir irgendwas, wo ich das mit auftragen kann. Also wie gesagt, wir spritzen das. Ne? Der Schweller muss auch warm gemacht werden. Auch das wird oft vergessen. So, jetzt machen wir das halt ganz einfach. Ganz vorsichtig drauf damit. So, das ist wie Wasser. Ne? Und in der Dicke wird das dann auch im Schweller sitzen. Oder wegstellen den Topf. Wird nicht verkommen, wird einfach wieder aufgekocht fürs nächste Mal. So. Jetzt lassen wir das aushärten. Wie man sieht, härtet das nicht so schnell aus. Ne? Sondern kriecht jetzt überall in die Hohlräume rein. Kapillarwirkung. Ne? Wie gesagt, wir lassen es jetzt aushärten. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ist jetzt relativ ausgehärtet. Beziehungsweise, das dauert noch eine ganze Zeit. Aber es haut jetzt nicht mehr so wirklich ab. So. Und so ist der Land Rover im ganzen kompletten Rahmen geflutet. Aufstellen. So. Und so ist der Land Rover von innen komplett geflutet. Wenn ich den praktisch jetzt auffrischen möchte, müsste ich im Grunde noch nur im Heißluftföhn einmal durchpusten. Und das hier bekommt garantiert keine Risse. Und das ist genau das Problem bei Mike Sander. Ernsthaft. Erstmal, die Betriebe, die das Zeug verwenden, machen teilweise wirklich elementare Fehler. Das Werkzeug zum Einbringen. Nochmal hier gezeigt. Das Werkzeug zum Einbringen muss auch heiß sein. Du kannst das nur mit fetten Handschuhen verarbeiten. Das wird sonst nichts. Ne? Ja, anfassen kann ich den Blödsinn jetzt wieder. Jetzt kann ich das schon mal wegreiben hier. So. Und was man jetzt relativ deutlich sieht, ich kann das immer noch verstreichen. Es ist immer noch mobil. Hier. Und es ist jetzt anfassbar, ne? Wenn das erstmal so einmal durchgearbeitet wurde, dauert das eine ganze Zeit auch im kalten Zustand und das kriecht und kriecht und kriecht und kriecht. Und deshalb hat das wesentliche Vorteil gegenüber diesem anderen Fett. Ja, von der Rezeptur her ist es fast das gleiche, richtig. Ich glaube, das ist irgendwie Wälzlagerfett und MOS-2-Öl oder sowas in der Richtung. Weiß der Teufel. Ja. Wie man jetzt hier sieht, es ist komplett anfassbar. Ja, ich gehe jetzt mal da runter. Das fließt und fließt und fließt und fließt. So, und wenn es gleich komplett ausgehärtet ist, komme ich wieder. So, knapp 3 Stunden später. Jetzt ist das Zeug endlich still. Also bleibt, wo es ist. Ne? So, in dem Topf, wo wir es gerade gekocht haben, sieht man jetzt, es bewegt sich nicht mehr. Ne? Wir haben jetzt ungefähr 16, 17 Grad. Das Wetter ist ganz schön kaputt gegangen. Moment. So. Wir haben 16, 17 Grad. Hier kommt auch so schnell keine Feuchtigkeit mehr durch. So. Hier sieht man sofort, die Oberfläche ist in Ordnung. Sobald sie verletzt wird, fließt das Zeug wieder. Und genau deswegen finde ich das hier besser, weil es nie, wirklich absolut nie aushärtet. Nie. Ist nicht möglich. So. Hier sieht man die Oberfläche. Ne?
Ja, sieht man das ein bisschen so. Hier, das Zeug ist komplett versiegelt, ne? Fließt nicht mehr. Ne? Ist jetzt durch die Oberfläche am Fließen gehemmt. Also wird durch die Oberfläche am Fließen gehemmt und ist absolut fest. Beziehungsweise noch so flexibel, dass sich die Karosserie jetzt verwinden kann, ohne dass es jemals reißen wird. Weil es unter dieser Haut komplett flüssig ist. Ne? Das haben wir jetzt gerade hier gesehen. Hier sieht man es nochmal. Ne? Also ich konnte den Topf gerade, man sieht es an den Nebenstellen. Da, wo ich nichts verletzt habe, bleibt das Zeug stehen. Wo verletzt wird, fließt das Zeug wieder. So. Welche Mixtur ist das? 2:1. ATF, Öl und Fett. Ja. Zwei Teile ATF, Öl, ein Teil Fett. Wenn ihr das Zeug irgendwo reinspritzen wollt, wo sich nicht allzu viel verwindet, wie jetzt zum Beispiel Hohlräume in Bezug auf Kofferraumklappen oder sowas in der Richtung, dann würde ich natürlich eine feinere Düse empfehlen und ein Teil, dann machen wir lieber 1:1 Fett und Öl. Ne? Da muss ja nicht mehr viel passieren, das bewegt sich nicht. Ne? Also im Untergrund, unter diesem Zeug, wird es nicht mehr rosten. Und deswegen, der Land Rover ist komplett im Rahmen damit ausgegossen, ausgespritzt. Und die Schweller von innen sind damit ausgespritzt. Ja, das löst sich auch nicht mehr. Selbst mit Wasserdruck löst sich das nicht mehr. Und ja, okay. Also man kann Hohlraumversiegelung nehmen. Das ist nicht das Problem an der ganzen Sache. Ne? Leider härtet das irgendwann aus. Und ihr kriegt das alte Zeug dann nicht raus. Das ist das Problem. Ich habe das auch hier. Das mache ich gerne in Türen und sowas in der Richtung. Seitenteile, Türen und so weiter. Aber Schweller und die Endspitzen von einem selbsttragenden Fahrzeug, wo vorne praktisch die Stoßstange dran ist, die mache ich lieber mit dem Zeug. Jetzt ist es wieder eigenermaßen fest. Ein bisschen rutscht es noch. Wie gesagt, 2:1 in den Schweller, ansonsten 1:1 oder halt normale Hohlraumversiegelung auf Wachsbasis. Der Unterbodenschutz, den ich nehme, ist der hier. Den fand ich gut. Und ich lese mal schnell. Der ist auf jeden Fall nicht, hat nichts mit, das ist erstmal eine Schalldämmung. Ne? Ja, da steht es, Steinschlagschutz. Ne? Unterbodenschutz ist überlackierbar, fand ich sehr gut und ist aus Kautschuk, nicht aus Bitumen. Ich verlinke euch das, wenn ich das nochmal finde. Ich meine, das hätte ich schon mal gesehen bei irgendwo bei Dingens, sogar mit der Pistole. Also mit der hier, sogar der Schlauch ist dann dabei. Ich würde es halt nur als Unterbodenschutz nicht in Hohlräume knallen, ne? Aber die Pistole ist wirklich sehr praktisch. Ja, der Löwe ist mittlerweile komplett durchgetrocknet. Das wird nie wieder rosten. Da. Da, natürlich. Da werde ich jetzt mein Zeug da drauf streichen, was ich angemischt habe. Und dann kommt das Ding auch noch draußen. Und kann sich den Elementen widmen. Ich habe das schon ein paar Mal getestet. Ne? Es ist beides. Eigentlich brauche ich das nicht nach draußen legen. Das ist eigentlich Quatsch. Ich habe das beide schon 3 Jahre draußen liegen gehabt. Es passiert nichts. Ne? Selbst offen in der Witterung, es passiert einfach gar nichts. Ne? Ja. Dieses Endergebnis, diese Oberfläche, ist wirklich sehr gut. Ich brauchte da jetzt im Grunde genommen gar keine Grundierung draufpacken. Man kann mit der Pistole, wenn man das Auto fertig hat, der Schweller ist zu, ne? Kann man mit der Pistole jetzt zum Beispiel den Löwen einfüllen, von vorne bis hinten. Gibt ein bisschen Sauerei unterm Auto, weil das Zeug ja auch abfließt wieder. Aber das meiste, das ist ziemlich dickflüssig, das Zeug, deswegen so eine Pistole. Ja, das gibt auch ziemlich viel Struktur. Das bedeutet, ihr müsst hinter die Ablauflöcher frei machen.
Was haben wir denn hier? Blei- und Chromatfrei, hohe Füllkraft, bla bla bla, bla und so weiter. Ja, das ist, das funktioniert. Funktioniert wirklich gut. Müsst ihr nur über Nacht einmal komplett durchtrocknen lassen und dann, dann Hohlraumversiegelung rein. Dann sollte eigentlich nie wieder irgendwas mit dem Auto passieren. Also zumindest mit dem Hohlraum. Ne? Weiter läuft es nicht. Ja, mehr benutze ich gar nicht. Sondern auf der Außenseite habe ich jetzt beim letzten Mal habe ich unter Bodenschutz auf Bitumenbasis ausgetestet. Ne, in den Radhäusern auf der Fahrerseite. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht, wird sofort unterwandert. Es gab ja immer diese Berichte, ne, benutzt keinen aus Bitumen und es wird unterwandert. Ja, wird es. Definitiv. Braucht man sich nicht drüber unterhalten. So. Ich denke, für heute habe ich genug gekocht. Ja. Ja, das Wetter ist bescheiden, sonst hätte ich draußen irgendwas gemacht, aber es ist nichts zu machen im Moment. Ja, wie gesagt, es gibt im Wesentlichen Unterschied eigentlich nur, macht ihr gerade irgendwas auf? Ja, dann kann man hier schon mal... Dann kann man hiermit schon mal vorarbeiten, wenn es einmal offen ist, ne? Auf der Innenseite, Innenschweller zum Beispiel, ne? Kann man zum Beispiel das da komplett machen, ne? Dann das hier, ne? Mehr würde ich dann aber auch nicht machen, weil ihr müsst ja noch schweißen. So, dann ist das Ding zu, ne? So wie hier. Dann erst mit einer geeigneten Pistole, wie ich dir gerade gezeigt habe, den Löwe rein, den hier, ne? Und dann das hier. Dann wird dieses Auto nicht mehr rosten, garantiere ich euch, ne? Ich habe mit der Methode 1997, glaube ich, oder 98, habe ich einen Manta damit behandelt. So, der hatte dann, 2 Jahre später hatte der einen Unfall, wurde ausgeschlachtet, Fenster raus, Türen raus und die Rokarosse stand dann noch auf dem Hof. Ich glaube 6, 7 Jahre oder sowas in der Richtung. Der hat nicht mehr gerostet. Der war komplett krumm. So, dass sie ihn hinterher dann doch gerade gemacht haben. Die haben die Front einfach komplett ausgetauscht, haben mich dann angerufen, beziehungsweise gesucht und gefunden und dann gefragt, wie ich das gemacht habe mit dem mit der Rostvorsorge. Ja, genau mit dem Zeug hier. Ja, der stand komplett ohne Schutz mit offenem Bodenblech so rum. Ne? Es passierte nichts mehr. Ja, ich habe den von unten, habe ich mit dem Zeug hier, das war eine Riesensauerei, ernsthaft gesagt, dieses Zeug hier richtig heiß den Unterboden gemacht. Die ganzen Längsträger, ihr kennt das ja bei Opel, was alles wegrostet, ne? Richtig schön ausgegossen. Ich sah aus wie ein Schwein. Ernsthaft, das ist aber richtig übel, die Arbeit. Weil ich auch die richtigen Geräte dafür nicht hatte. Ja, und dann ja, hat funktioniert, ne? Der Wagen läuft wieder, beziehungsweise fährt wieder. Ja, gut. Ich denke, damit haben wir das alles. Hm? Ich fasse jetzt nochmal zusammen. So. Wir möchten schweißen. So. Vorm Schweißen Zinkspray. Hm? Auf die Seiten, wo wir da zusammenheften. So. Das hier ist jetzt ein ziemlich gerades Blech, obwohl hier eine Schweißung zwischen ist. Ne? Jetzt könnten wir auf der Außenseite zum Beispiel verzinnen. Als Beispiel. So. Dann er hier. Dann das da. Hm? Oder halt Hohlraumversiegelung, wenn es halt irgendwo ist, wo es sich nicht großartig bewegt. Man hat es ja bei Dreitürern oft, dass das Seitenteil ziemlich groß ist und bis zum Schweller runter geht. Dieses Seitenteil kann man jetzt mit Wachs machen, das ist nicht das Problem. Das schließt das auch alles schön ein. Wir wollen eigentlich nur den Sauerstoff von dem Eisen runterkriegen. Ne? Ist ja Eisenoxid, ne? Das reagiert mit Sauerstoff, das Eisen, und dann entsteht Rost. Genauso rostet unser Blut ja auch, ist auch Eisen drin, deswegen wird es braun, wenn es trocken wird. Ja, vertan, überall wo Roststellen sind, runterschleifen und diese leichten Narben, die überall bleiben, kriegt man damit ganz gut stillgelegt. Ja, wie es hier oben steht, kommt da eine Zinkschutzschicht bei, ja, also das entsteht dadurch. Und dann wieder die gleiche Geschichte, eher hier, das hier oder Farbe, je nachdem wo, ne? Gut, ich denke, das war's für heute. Wetter ist immer noch bescheiden.
windig ohne Ende und es regnet ständig. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen sanften Start in die Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns.